Guten Morgen. Heute ist hier alles anders. Ich wollte gerade die Rollos hier hoch machen, denn die sind noch unten. Einen Moment. Unsere blöden IKEA-Rollos, die immer wieder runterkommen. Hier, Mausi. Warte. So. Ich habe nämlich heute richtig lange geschlafen. Oh, der Bernd hat schon den Kamin angemacht, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, hat das nicht so geklappt. Deswegen wollte ich gerade mal hier schauen. Ja, jedenfalls, der Bernd ist ganz früh aufgestanden, hat alles wieder vorbereitet, hat unseren Shake gemacht, den Frühstücksshake, Kaffee gekocht, Kamin angemacht, weil ja jetzt wieder plötzlich Wintereinbruch hier ist. Bei euch bestimmt auch. Ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland ist. So, Achtung, jetzt kommt Qualm. Ah, jetzt. Jetzt müsste es. Ja, ich hoffe, jetzt fängt es richtig Feuer. Also, es ist Wintereinbruch in ganz Deutschland. Deswegen haben wir Kamin an, weil die Fußbodenheizung wollen wir nicht mehr anmachen. Ich bin noch nicht fertig gemacht. Ich habe meinen Pickel gereinigt mit so einem Pickelreinigungsgel und habe über Nacht ein Pickelpatch drauf gehabt, was eigentlich echt gut hilft. Und dann mache ich morgens immer Pickelgel drauf oder wie das heißt. Ich war nicht duschen, nix. Ich habe mich nur schnell gewaschen, Haare nass gemacht, die Maus gestillt. Ich habe zwei Videos, die ich für euch schneiden wollte, weil ich die beide heute online stellen wollte. Denn das ist einmal der H&M-Haul. Einige von euch wollten nämlich sehen, was wir bestellt haben. Also das habt ihr, wenn ihr wolltet, wenn ihr es angesehen habt, bestimmt schon gesehen. Und den Vlog von gestern. Also heute, so ist laut mein Plan bis jetzt, sollen zwei Videos online kommen. Ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe. Dann ist der Plan, dass ich heute mit Calvino sein Zimmer, also aufräumen ist jetzt nicht so, aber halt weiter noch ausräume. Der hat im Büro noch Kisten mit Sachen, die ich unbedingt suche. Zwei Bilder. Einmal haben wir in Ägypten seinen Namen schreiben lassen, so wunderschöne Buchstaben. Das suche ich seit Einzug hier. Wir hatten nämlich extra Bilderrahmen dafür geholt. Und da ist dann halt zum Beispiel das C, sag ich mal, ein Delfin und das A ist eine Giraffe oder wie auch immer. Aber die haben das richtig schön gemalt da in Ägypten. Und dann hat er ein Bild, hat er mal geschenkt bekommen von Oma und Opa. Das ist so eine große Weltkarte, wo man frei rubbeln kann, wo man schon alles war. Dafür hatten wir auch einen Bilderrahmen besorgt. Aber ich finde die Bilder einfach nicht, ist ja nicht möglich. Und heute wollte ich das unbedingt in Angriff nehmen. Genau. Ja, das ist der grobe Plan des Tages. Ach so, und warum Bernd überhaupt? Habe ich das erzählt? Ich bin verwirrt. Bernd ist so früh losgegangen heute, weil unser Auto zur Inspektion muss. Also der Kleine war schon und heute ist der Große dran. Da werden alle Filter, alle Öle, Flüssigkeiten, alles getauscht. Und ja, da wurde der Wagen ganz früh abgeholt am Laden. Und jetzt hat der Bernd noch Zeit, bis der Laden aufmacht. Deswegen wollte er dann jetzt das Bad fürs Murphy packen. Wir haben ja von Ikea diese viereckigen Döschen mit so Klickern, so wie Lock und Lock. Und für 2 Monate, genau, und das macht der Bernd heute. Dann ist das auch wieder für 2 Monate erledigt, dass Murphy sein Essen. Und ich und die Maus. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall aufräumen. Ihr seht, es ist Chaos. Ich habe jetzt gerade den Staubsauger ausgemacht. Der läuft jetzt eigentlich. Der ist da. Den habe ich kurz ausgemacht, um mit euch zu vloggen. Die Maus spielt eine Runde. Hi! Hi! Ja, dann habe ich die Stoffwindeln. Ihr wisst, wir nehmen eigentlich die Stoffwindeln. Diese hier. Aber in letzter Zeit ist es vermehrt passiert, dass die Maus nass war, ne? Da war ich schon ganz verzweifelt und wir haben vermehrt mit diesen Wegwerfwindeln gewickelt. Da war ich schon ganz traurig, dass wir so viel Müll produzieren. Ne, du kleine Maus? Ja, das war nicht so toll, ne? Die haben wir dann auf jeden Fall schon mal für die Nacht genommen und tagsüber auch zwischendurch, weil dieses große Windelpaket von Stoffwindeln ja nicht immer in die Anziehsachen passt. Oder die sind halt überdimensional groß. Aber weil ich heute Nacht Zeit hatte etwas, oder gestern Abend, eher gesagt, habe ich mir
eine andere Falttechnik angeschaut, dass es hier nicht immer so rausläuft. Ne? Vorher hatten wir das Dreieck mit Steg. Das ist so für Neugeborene, war das echt super. Also wenn ihr die Falttechnik wissen möchtet, müsst ihr bei YouTube einfach mal Dreieck mit Steg eingeben. Und heute versuchen wir das Rechteck. Ne, du Maus? Das Rechteck. Ja. Ja, haben wir schon die zweite Windel jetzt mit drin. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, das Rechteck. Da gibt es ja ganz viele Faltformen. Ne, du Maus? Ja, genau. Und dann machen wir heute hier den Haushalt und nehmen den Vlog mit. Okay? Ja. Ja, Schlafanzug hast du noch an. Ich hatte jetzt hier, das ist auch wieder, ne, das hatte ich bei H&M bestellt damals. Das ist Größe 62. Das passt ihr jetzt perfekt. Aber mit dem Stoffwindelpopo ist es sehr eng. Spack. Mein neues Wort. Spack. Eng. da müsste ich dann auch wieder eine Wegwerfwindel drunter ziehen, weil sonst passt es einfach nicht. Das ist dann zu schade, ne? Ja, immer diese großen Sachen anziehen. Die Schlafanzüge sind auch 62 und bist du auch schon bald rausgewachsen, du Maus. Du Maus, wie du wächst. Super. Ja. So, die kleine Maus ist jetzt eingeschlafen. Liegt in ihrem Laufstall. Die träumt irgendwas ganz Süßes. Die macht immer so, so Seufzgeräusche. Ich wollte mich jetzt mal ein bisschen schminken. Ich habe mir gerade nur Tagescreme reingemacht. Jetzt wollte ich mir noch ein bisschen Wimperntusche und Augenbrauen malen. Denn da ich mir heute nicht die Haare mache, also den Pony so nach hinten irgendwie nicht machen werde, aber halt einfach so nach hinten immer mit, also ich werde die mir nicht stylen so, ne? Deswegen male ich mir Augenbrauen, weil die sind nicht vorhanden, nicht existent. Genauso wie meine Wimpern nach der Schwangerschaft fast weg sind. So, ich habe jetzt mal eine ganz tolle Perspektive für euch. Könnt ihr schön alles sehen, die Falten, die Narben, nein, Scherz. Ich habe mir jetzt einfach nur mit Haarspray, so, ist voll hell, ne? Haarspray rein und dann so mit den Fingern durch, dass der ein bisschen hinten ist. Bei uns gab es gestern Abend Döner, selbstgemachten. Wir hatten dieses Sojaschnetzel gemacht mit Gyros-Gewürz, Tzatziki selber gemacht und Bernd ist schnell zum türkischen Supermarkt gefahren noch und hat diese Dönerbrote geholt und das ist mein Rest und den esse ich jetzt auf. Calvino ist auch schon aufgestanden. Und der guckt da jetzt Fernsehen. So, wir gehen jetzt gleich mit dem Smurfy eine Runde. Und da wollte ich hier Altglas auf jeden Fall mitnehmen. Das hängt immer hier bei uns an der Tür. Schon mal alles bereitstellen. Calvino kommt auch mit. Das sind die Putzlappen für den Laden. Und das sind übrigens diese Barfdosen vom Ikea. Also, diese heißen nicht Barfdosen. Das sind halt einfach so Dosen, die man so zuklicken kann und da portionieren wir immer das Barf für den Smurfy und das muss auch wieder mit zum Laden. Das nimmt der Bernd nachher mit, weil da wird das Barf immer portioniert. Genau, deswegen kommen die immer wieder zum Laden. So, was brauche ich noch? Hier haben wir jetzt, das muss auch runter, Pappe. Einen großen Sack Pappe und einen großen Sack Leergut. Leergut hat Bernd weggebracht. Pappe müssen wir gleich mal mit runternehmen. Genau, dann ist das auch wieder leer. Den Sack benutzen wir mehrmals. So. Kommt der auch jetzt zur Tür. Genau, was ist hier drin? Hier ist nichts drin. Okay, dann können wir die dann irgendwo Einkaufstüten. Ich weiß nicht. Hier ist noch eine. Kommen die da rein. So. Hänge ich die hier so lange an. Calvinus Biermix, die Einkaufstüten. So, dann ziehe ich jetzt die Maus an. Die ist jetzt nämlich aufgewacht. Calvino stärkt sich gerade noch. Der isst auch noch seinen Rest Döner und Reis und Kartoffelecken. Und die Maus ist aufgewacht. Wir ziehen dich jetzt an, ne? Ja, ziehen wir dich jetzt an? Ja, und dann gehen wir spazieren. Super, genau. Smurfy ist noch nicht aufgewacht. Er schläft noch. So, Bernd hat jetzt hier die Dinger gemacht, die Aufkleber für die Soßen endlich. Von Freitag, den 2. April.
Ja, mindestens, haben wir gesagt, 6 bis 9 Monate soll das haltbar sein. Ja. Und entsprechend habe ich jetzt 6 Monate draufgeschrieben. Dass wir dann noch mal gucken können, ob es so lange hält. Ob es noch schmeckt. Jetzt habe ich habe gedacht, dass wir Kartoffeln hier haben, sorry. Nee, ist ja nicht schlimm. Deswegen, also wir wollten jetzt eigentlich heute den Rest Voodoo-Eintopf warm machen. Mit Kartoffeln aus dem Glas. Ja, die haben wir nicht hier, die Kartoffeln aus dem Glas. Deswegen habe ich jetzt noch mal Reis aufgesetzt, damit wir Mittag essen können. Und schaut mal, was angekommen ist. 2 große Pakete. Hatte ich jetzt eigentlich vor, gleich einen DM-Haul zu drehen und den separat in einem Video für euch zu zeigen. Howell. Howell. Ich habe Gesichtstourette. Zeig mal dein Gesichtstourette. Damit, genau, mein separates Video, so wie ich das auch mit dem DM-Haul, H&M-Haul gemacht habe. Sabbat, der Hund. Kannst du ruhig sagen, dass du das bist. Ist ja nicht schlimm, dass du so sabberst. Ja, gut, wir essen jetzt mal und machen Päuschen. Wir kriegen gerade Hermes-Paket. Bernd versucht, den DM die Retoure wieder mitzugeben. Ich habe übrigens 240 Euro für den H&M-Einkauf bezahlt, also per PayPal vorab. Und 150 Euro kriege ich wieder, weil ich so viel zurückgeschickt habe. Weil, ja, kaum was passt. Also Calvino hat kaum was gepasst oder nicht gefallen, was ich ihm bestellt habe. Und was ist jetzt gekommen nochmal? Ja, hat er nicht mitgenommen. Hat er nicht mitgenommen? Er sagt, er hat keinen Platz, der kommt morgen. Okay. Ja, ist egal. Und was ist jetzt gekommen nochmal? Die Pfannen. Ach, Pfannen, genau. Bernd hatte nämlich Pfannen bestellt. Wir haben zwar die vom Ikea, die kennt ihr, die ohne Beschichtung. Erste Mal, dass wir Online-Pfannen dort kaufen. Wo willst du kaufen ohne Test? Genau. Und Bernd wollte gerne noch Pfannen haben mit Beschichtung. Genau, es gab welche, ein Dreier-Set für 70 Euro. Genau. Und dann hatten wir noch so ein Dreier-Set für 30 Euro. Oder was hat das jetzt gekostet? 37 Euro oder so. Irgendwie so, genau. Aber ich habe... Hey, komm, dann schimpfst du nochmal wieder, dass der Aufräumen gut sein will. Ja, ist ja. Und laut ist es auch. Genau. Ich habe gesagt, lass die günstigen nehmen, weil die Beschichtungen gehen sowieso immer irgendwann kaputt. Ich hatte noch nie eine Pfanne, wo die Beschichtung heile geblieben ist. Also, Amazon macht es möglich. Günstige Pfannen. Amazon. Genau. Hauptsache, wir haben so eine Steak-Pfanne. Ja. Obwohl wir kein Steak essen. So, jetzt ist Essenszeit. Gussi. Guten Appetit. Ich habe Calvino schon geschrieben, dass jetzt essen. In 5 Minuten. Ja. Genau. Ich habe noch einen Rest Bohnensalat mit Sahne. Dann der Reis. Der Rest Reis von gestern haben wir einfach mit reingespült zum Warmmachen. Und unser Eintopf. Yay. Ich konnte euch tatsächlich noch den DM holen. Drehen und die Maus schläft immer noch. Bernd ist jetzt wieder arbeiten und ich räume jetzt hier gerade alles weg. Ich habe 2 Kisten bekommen. Eine räume ich jetzt ein, die kommt mit nach oben dann ins Bad und eine ist hier unten für den HWR. Und nur für den Fall, dass jemand nicht den DM-Haul sieht, die riechen so lecker und die sind so toll. Und die waren immer ausverkauft bei DM, online und im Geschäft auch. Deswegen habe ich sie jetzt, als sie wieder verfügbar waren, habe ich mir direkt 4 Pakete bestellt. Ja, wer die gerne mal ausprobieren möchte, super, super Empfehlung. Riechen mega. Und für den Papa? Nee. Bei uns gibt es jetzt für die Kamera. Abendbrot, genau. Und schaut mal, für die Mama gibt es ganz gesundes Abendbrot. Russischen Zupfkuchen habe ich gemacht. Ich hatte da so Lust drauf. Guck mal, wie man mich ignoriert. Deswegen gibt es den zu essen. Opa! Hey! Was ist los? Hubi! Molly! Happy? Talk to the end. Don't speak with me. Kiss my feet. Jedenfalls. Russischen Zupfkuchen gibt es für mich zum Abendbrot und das sind Kaffeepralinen, die hat der Calvino selber gemacht. Mit Kaki? Nein, die sind... Ach, Kaffee. Kaffee. Kaki-Pralinen. Kaki-Pralinen.
Vielleicht mal den Eddie wieder angespannt, der gleich in oben macht. Na, der wartet auf alles, was runterfällt. Der ist sofort in Absprungbereitschaft. Calvino macht sich noch eine Suppe und ja, du wartest auf Milch, ne? Ja, 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 ja. Die wartet auf die Lottozahlen, sagt sie. Auf was? Auf die Lottozahlen. Warum hast du denn so ein Bolero an, Bernd? Kannst du mir mal eine Gurke geben? Weiß ich nicht. Was habe ich an? Ein Bolero. Die im Pullover so hoch. Weil ich zu faul bin runterzuziehen. Warst du so auch arbeiten? Ja, die ganze Zeit. Da hatte ich die Hose offen und der Pillemann ging raus. Ja, natürlich ist das, nicht. Ist die Gurke, kann man die noch essen? Ja, die kann man noch essen. Oder ist die schon grün? Ach, ich habe vergessen, die Paprika wegzunehmen. Happy, 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 happy. Nein. Viel Spaß. So, ihr Lieben. Warum machst du nicht weiter? Wir waren doch gerade so im Flow. Ja, ich wollte jetzt meinen geilen russischen Zupfkuchen essen, damit ich demnächst bei der nächsten H&M-Bestellung Größe 48 habe. Wieso darf man das nicht sagen? Wegen Russisch. Heißt das nicht jetzt Kuchen mit osteuropäischen Wurzeln? Nein. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Oder tschüss. So. Alle winken. Ich habe gewunken. Calvino, bringst du mir bitte eine Gabel mit? Da ist wie ein Löffel.